Es riecht hier auf jeden Fall wie in einer Mine. Ich glaube, ich kann auch das Wasser hören. Langsam, Atreus. Sei vorsichtig. Mach dich bereit. Ich glaube, ich weiß, woher diese Scheusale kommt. Sie werden dir schnell überwältigen. Bleib bei mir. Achtung, hinter dir. Linke Seite, Bruder! Hinter dir, pass auf! Sie ist tot. Kümmern wir uns um den Rest von denen. Das waren alle. Ihr Gestank. Ein kleiner Preis dafür, dass wir sie stören. Gehen wir weiter. Ich weiß, du hast Nein gesagt, aber es lässt mir keine Ruhe. Wir kämpfen die ganze Zeit gegen die Bösen. Wieso machen wir das nicht zusammen mit Tyr? Wir kennen ihn nicht. Wir haben seine Schreine gesehen. Er ist ein Anführer und hat sich Odin gestellt. Wenn er es schon einmal gemacht hat, wieso nicht nochmal? Bilder von vor langer Zeit erzählen nicht die ganze Geschichte. Da ist deine Tyr. Wir sollten da nach Tyr suchen. Er muss in der Nähe sein. Ich habe das Gefühl, dass du irgendwie wütend auf mich bist. Seit wir in Svartalfheim sind, hast du mich dauernd kritisiert. Wenn du nicht an meine Führung glaubst, sag es einfach. Nicht deine Kompetenz steht hier in Frage. Aha. Was heißt das? Denk über deine Absicht nach. Das ist riesig. Der Bau muss ewig gedauert haben. Noch eine Tyr. Die müssen wir auch überprüfen. Durins Anweisungen sagen nicht welche. Nein, wir sind hier allein. Deine Frage vorhin. Nach meiner Absicht. Ich will dem Kriegsgott helfen, Odin aufzuhalten. Und dazu muss ich ihn aus dem Gefängnis befreien, in dem er sich befindet. Seid vorsichtig, Freunde. Sindri? Und gebt Acht, wenn ihr das Ding verlasst. Ein Fuß nach dem anderen. Da liegen überall rostige Nägel rum. Hast du Zeichen von Tyr gesehen? Als hätte ich hier wirklich einen Überblick. Nein, ich bin sicher, das schaffst du schon allein. Ich weiß nicht. Das Wasser sieht ziemlich klar aus. Ja, sieht. Ich helfe gern. Feuer desinfiziert auch. Die sind also sehr hygienisch. Wie immer stehe ich dir stets zu Diensten. Was darf ich fertigen? Falls du dich umentscheidest, wer das geschrieben hat, hatte ein Auge fürs Detail.
Schau, gleich da drüben ist deine Tür. Da könnte Tiere sein. Klingt, als sei das Wasser jetzt in Bewegung. Was jetzt? Ja, nicht ganz richtig. Oh, an der gefrorenen Stelle fließt das Wasser über. Das hilft uns. Irgendwie muss man das mal sehen können. Es hat geklappt. Auf zur Tür. Los. Tier? Na, hier scheint Tier jedenfalls gerade nicht zu sein. Er muss hier irgendwo sein. Diese Mine ist riesig. Atreus, bei was genau willst du Odin aufhalten? Du sprichst, als kennst du seinen Plan. Den kenne ich nicht. Brüder, mit dem Fimbulwintereinbruch und Ragnarök vor der Tür wird Odin zu allem entschlossen sein. Was auch immer er planen mag, es wird sicher niemand außer ihm selbst davon profitieren. Ganz genau. Irgendwas Aufschlussreiches? Zum Glück haben wir nachgeschaut. Wie viele Türen sind das denn? Ich will dich nicht entmutigen, aber das ist eben eine Mine. Mimir, das ist entmutigend. Habt ihr das dort gesehen? Da oben links, hinter dem Kran, ist eine kaputte Tür. Wollte Tyr fliehen? Sehen wir nach. Unglaublich. Das überfließende Wasser treibt den Kran. Lass ihn. Der Zug hat keinen Antrieb. Ich wette, dieses Wasserrad treibt den Aufzug an. Setzen wir es in Bewegung. Los, hier hoch. Vielleicht kommen wir näher ans Aufzugsrad ran. Geschafft.
kommen wieder. Da ist noch eine Tür. Machen wir den Weg frei und sehen nach. Stauber! Vorsicht links! Ziel erledigt! Mal auf zur Tür. Können wir wohl nicht nehmen. Eine Statue. Für die Asen gemacht? In der Tat. Und dann von Altjof, dem Dieb, gestohlen. Da oben sein. Geschafft. Los, fahren wir mit dem Aufzug. Die muss nah sein. Gut. Gedankenspiel. Wie muss sich Tyr in dieser Mine wohl fühlen? Wäre ich von Odin eingekerkert und dann endlich frei? Odin stände ganz oben auf meiner Liste, aber ich würde einfach nur irgendwas bekämpfen wollen. Bloß um zu wissen, dass ich es noch kann. Tyr? Wow, was ist hier passiert? Scheißer! Links! Erledigt!
Das war jedenfalls nicht Tier. Schauen wir uns um. Er hat es nicht rausgeschafft. Ist das ein Relikt? Einen Luftzug. Vielleicht gibt es hier einen Ausgang. Noch eine leere Kammer. Ich würde sagen, vielleicht wird es Zeit. Nein, sag's nicht. Wir werden ihn finden. Da, noch eine Tür auf der anderen Seite. Na los! Da oben geht der Weg weiter. Wir müssen nur darüber. Hey, ist das das Erz, das wir kennen? Geht doch. Ich glaube, wir sind jetzt höher als bei dem Stopp bei Sindel. Diese Mine ist eine gigantische Spirale. Ich kann da drin was hören. Eine Statue. Nicht irgendeine Statue. Dieses Steingesicht hing über dem Eingang zur Welt. Erbaut von Dürin, dem Großzügigen. Noch ein Drogenabloch. Ich stehe in Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. Erst schnell! Komisch.
war ich nicht bereit. Noch eine Sackgasse. Wo ist er nur? Atreus, diese Mine wurde aufgegeben. Es ist unwahrscheinlich. Tyr ist hier, das weiß ich. Tyrlin hat uns zum Eingang der Mine geschickt. Wir müssen nur weitersuchen, bis wir ihn finden. Du sagtest, ich habe das Kommando. Und ich sage, wir suchen weiter. Also hör auf. Sieh dich vor. Ich folge dir, aber ich spreche aus, was ich sehe. Du musst mir nicht zustimmen, aber so wirst du nicht mit mir reden. Verstanden? Jawohl. Was ist los? Warum geht das nicht? Die Kette ist blockiert. Sie ist jetzt frei. Ich bin bereit. Noch eine Tür. Die muss es sein. Wir werden sehen. Aber erst müssen wir zu ihr hinkommen. Kletter hinüber und suche einen anderen Weg. Ich glaube, hier ist eine Kurbel. Atreus, hier noch ein Gedankenspiel. Würde jemand wie Tyr, der sein Leben lang kämpfte, sich wirklich beweisen wollen? Der Beweis hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Aber wenn die Spur der Zerstörung ein Haufen Schurken ist, wieso ist das dann wichtig? Du bist stark und hast richtig gehandelt. Krieg ist kein Maßstab für menschliche Stärke. Ich hoffe, das verstehst du irgendwann. Sieht aus, als lässt diese Maschine Erz in den Wasserdruck fallen. So lässt das Erz das Wasser überlaufen. Wieder in Gang bringen? Ja, sehr gut. Ich komme zur Tür. Da sind wir. Habt ihr das gehört? Wir sind wohl nicht allein. Ohrenspitzen, Augen auf. Das kam von hier drüben. Hier führt ein Weg hinaus.